Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja vor mehreren Monaten oder Wochen ein Fließband gebaut. Das habe ich jetzt mal fertig gemacht und hier ist ganz, ganz viel Brennholz, dass wir das mal ausprobieren können. Das heißt, ich werde jetzt mal alles holen, eine große Gitterbox, dass wir die in Windeseile hoffentlich ganz schnell voll machen können. Ein zweites Video wird hier das sein, denn da werden wir das Sägewerk benutzen. Das steht jetzt hier. Da liegt nämlich auch jede Menge Stammholz noch drunter, was wir heute auftrennen werden. Und deswegen abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das Video auch sehen möchtet. Aber als erstes, um an das Stammholz ranzukommen, müssen wir jetzt natürlich ein bisschen hier diese ganzen Ästchen klein schneiden, damit wir hier unten an das Holz rankommen. Das hier soll nur eine klitzekleine Unterbrechung sein. Es geht sofort mit dem Video weiter. Aber es gibt ein paar Änderungen auf der Webseite auf konterholz.de, denn da gibt es einige neue Produkte und die will ich dir ganz kurz am Rande nur zeigen. Also, wir sind auf der Startseite, scrollen einfach ein Stückchen nach unten und hier befindet sich jetzt eine eigene Kategorie, in der sich alle neuen Produkte halt eben befinden. Da können wir auf alle klicken und werden dann weitergeleitet und sehen einmal in der Übersicht, was es halt eben alles Neues gibt. Wir haben Brieföffnerbausätze, Wiegemesserbausätze, Schatullen für deine fertig gedrechselten Stifte, der Bausatz Palermo in verschiedenen Ausführungen. Hier sehen wir zum Beispiel den goldenen, den schwarz-metallic-farbenen. Wir haben Kunststoffkisten, damit du halt eben auch optimal deine Teile sortiert beim Drechseln zusammenbehalten kannst und sie nicht verlierst. Und auch da gibt es nochmal Erklärvideos, was ich mir halt eben dabei gedacht habe. Wir gehen aber einmal noch kurz zurück. Hier der Bausatz Mafia, der gefällt mir persönlich ziemlich gut. Da ist nämlich eine richtig tolle Mechanik drin verbaut, damit man den auch optimal benutzen kann. Da findet ihr natürlich auch nochmal eine Anleitung, wie man den herstellt. Beim Bausatz Palermo haben wir ja auch eine Videoanleitung. Also das sind auch wirklich relativ lange Videos, in denen ich euch zeige, wie das Ganze halt eben funktioniert. Die Pizzaschneiderbausätze, ein Diamantabrichtstein, weil ich persönlich benutze ja gerne Doppelschleifer zum Schärfen und damit könnt ihr das Ganze halt ideal abrichten. Fast hätte ich es vergessen, es gibt auch noch neue Drechselkurstermine, da können wir einfach zu den Kursen gehen und da findet ihr halt eben jetzt die Daten, wann das Ganze stattfindet. Wie gesagt, klickt einfach unten auf den Link in der Videobeschreibung, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und jetzt geht's mit dem Projekt weiter. Kartoffelhöhe um die Ecke. Hilfsadlöhe, Aststelle. Genau, das war's. Ja, du. Ja, Vorlauf. Ja. Die wieder was an? Ja, ja, Finger weg. Nach hier rein. Ja. So, hier manchmal springt er von der Seite runter, dann einfach ausmachen. Okay. Hör mal um. Oh, ja. Hast du so gemacht? Alles in meinem Kopf. Ich baue hier ein bisschen Dingsdruck, Marre. Warte. Oh, du kriegst. Ja, ja. Ich denke, man kann sehen, was ich mir dabei gedacht habe. Jetzt kann das hier direkt reinfallen, wird weiter gefördert in die Gitterbox und die kann man dann direkt austauschen. Wir müssen nur mal schauen, ich weiß nicht, wie schwer so eine Gitterbox ist, wenn die voll ist, weil der kann nur 400 Kilo heben. Deswegen müssen wir da mal schauen, dann machen wir sie erstmal ein Stückchen voll. Ja, der hat immer in die Folge gemacht, hat es nämlich gepackt, dass wir... Deswegen, dann zeigen wir her. Oh.
Ja, wir müssen nur, wir probieren mal, wir hängen jetzt mal weiter waagerecht, weil der rutscht leider ein bisschen durch. Komm schon mal gerade kurz. Besser, oder? Wir müssen nur gucken, dass es so ein bisschen bummt mit dem Instellen. Heute ist echt warm. Wir hatten am Anfang jetzt ein paar Schwierigkeiten mit dem Fließband. Das ergibt sich dann immer so beim Arbeiten. Wir haben es jetzt einfach ein bisschen flacher gestellt und dann kann man es besser spannen. Und hier unten haben wir jetzt einfach hier diese provisorische Führung dran gepackt, damit das Band nicht drüber rutschen kann. Wie gesagt, ich habe es in dem Bauvideo schon angesprochen. Oh Mann. Ich habe es in dem Bauvideo schon angesprochen. Ich will das beim nächsten Mal ein gutes Stück anders bauen. Aber ja, dann Worte meine Sprache werden. Jetzt funktioniert es soweit ganz gut. Akku betrieben, das läuft immer noch ganz gut. Und die Gitterbox war halt schnell voll. Und genau. Was hier halt schön ist, gerade sowas hier kann man damit halt auch ganz gut schneiden, weil da so die Verästelung drin ist. Und das fällt hier direkt ganz gut rein. Wenn man hier so eine Rechtsdrehung macht, dann fällt es auch direkt aufs Fließband so, dass es direkt gut weggefördert ist. Ich schaue jetzt mal, ob ich die Gitterbox hier gut hochgehoben bekomme. Probiere ich das mich jetzt erstmal aus. Jetzt gehe das Ding. Die Eisen kommen gehe. Du hast noch ein bisschen rumgetrickt, das könnte schon helfen. Diese Gitterbox ist jetzt voll. Also 1, 2, 3 Gitterboxen.
Es gibt noch so ein paar Feinheiten jetzt am Fließband, da haben wir jetzt herausgefunden, was wir da verbessern müssen, dass wir es wirklich nur aufbauen müssen und es direkt benutzen können. Aber wir sehen ja auch hinter uns diesen Holzstapel, der ist jetzt ein gutes Stück geschrumpft. Und ohne das Kettensägewerk hätte das bedeutend länger gedauert. Und das Fließband, das ist richtig, richtig cool. Wir haben jetzt auch festgestellt, wir brauchen so ein bisschen Riemenspray, dass hier das Band nicht durchrutscht, weil das ging, das ist irgendwann durchgerutschen, als dann alles ein bisschen warm geworden ist, sich ausgedehnt hat. Und ja, das sind auch so kleine Learnings, die wir dann noch dazu bekommen haben. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin richtig happy mit dem Kettensägewerk. Als nächstes geht es jetzt weiter gleich. Das wird dann ein separates Video, wie gesagt. Da benutzt man mich jetzt hier das Sägewerk und da schneiden wir die dicken Stämme auf. Und da bin ich mal gespannt, ob es jetzt auch so gut funktioniert oder ob es da auch erst ein bisschen Anlauf braucht. So, hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos, wo ich das Kettensägewerk auch nochmal ein bisschen gezeigt habe. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Ciao.